Heute will ich euch mal zeigen, wie man Tonic-Sirup selber herstellt, und zwar mit Chinarinde, also mit Chinin. Tonic selber gemacht hat den großen Vorteil, dass man selbst die Geschmacksrichtung zwischen Dry Tonic und Indian Tonic, also mehr Zucker, weniger Zucker, und die Botanicals kann man selber noch einstellen, experimentieren kann. Das ist eigentlich sehr interessant, wenn man die Geschmacksrichtung selbst ein bisschen variieren kann. Hier erstmal das Grundrezept. Ist relativ einfach. So, folgende Zutaten brauchen wir für den Tonic-Ansatz. Auf jeden Fall Ingwer oder Galant, Zitronensäure, Kardamom, Zitronengras gibt es immer auch. Piment. So, als weitere brauchen wir Zitronen, Orangen, Limettenscheiben. Macht sich ganz einfach. Man nimmt entweder einen Sparschäler. Da kriegt man aber nur die erste Hautschicht ab von den Zitronen, Orangen, Limetten. Oder man nimmt ein scharfes Messer, schneidet Kopf und Füße ab, also oben und unten, stellt sie sich hin und schneidet wirklich an der weißen Schicht einfach runter. Muss wirklich ein scharfes Messer sein, ganz wichtig. Ups. Zitrone kann man dann später in der Küche verbrauchen. Was brauchen wir weiterhin? Ein großes Gefäß, was dicht verschließt. Am besten so ein Deckglas und kann auch ein Schraubglas sein. Sollte aber mindestens 1,5 Liter Fassungsvermögen haben. Heiß ausgespült oder am besten nochmal durch die Spülmaschine, wenn man nicht ganz sicher ist. Also muss absolut sauber sein, das ist ganz wichtig. So, in das Glas kommt jetzt 1 Liter Wasser, kaltes Wasser. Und nacheinander alle Zutaten. Zitronenschale. Zitronengras. Das nachdrücken. China-Rinder, ganz wichtig. Ingwer. Kardamom. Und nicht zu vergessen, den Piment. So. So, die ganze wird jetzt schön runtergedrückt. Glas reicht gerade, also 2 Liter Glas ist dann schon optimal. Dafür verschlossen und kommt dann in den Kühlschrank. 5 Tage war jetzt der Tonic-Ansatz im Kühlschrank und jetzt können wir die Flüssigkeit abgießen. Schön abtropfen lassen. Und in den Mümmel gemäßt. So, die Flüssigkeit kocht. Jetzt kommt 600 Gramm Zucker dazu und schön unterrühren und nochmal schön aufkochen lassen. Und wenn man dann nochmal will, vielleicht nochmal ein bisschen Feinsieb gießen. Und dann muss es abkühlen. Später muss es im Kühlschrank stehen. Mit Mineralwasser und ein bisschen Sirup. Dann hat der Geschmack seinen eigenen Tonic machen. Sehr wichtig ist, dass er nochmal aufkocht. So, wir haben jetzt eine bräunliche Flüssigkeit. Sieht ein bisschen aus wie Apfelsaft. Ein bisschen bitter, süß, sauer schmeckt. So alle Geschmacksrichtungen wie Tonic halt. Wenn jetzt Wasser dazu kommt, Mineralwasser dazu kommt, hat man einen eigenen Tonic. Eis, Zitrone, bisschen Gin, also 4 Zentiliter, und dann auffüllen mit Tonic Water. Und dann hat man seinen eigenen Gin Tonic. Prost!